Hi Leute, ich weiß, es ist eine Weile her, aber heute machen wir den dritten Teil zum Thema Falltuning. Und dazu bin ich hier bei mir im Garten und habe mal was aufgebaut. Wir haben gesagt, wir machen einen Papiertest. Und was brauchen wir dazu? Klingt erstmal ganz simpel, ist es auch. Wir brauchen natürlich unseren Bogen, ein paar Pfeile und ein Stück Papier. Das Stück Papier zeige ich euch gleich, das ist momentan hinter der Kamera. Und das Wichtigste vorneweg, schießt euch ein bisschen warm. Also wirklich schon mal 3, 4, 5, 7, 10 Schuss machen. Dann ist die Muskulatur aufgewärmt. Dann kann man ordentlich und sauber sagen, okay, ich habe mich wieder daran gewöhnt. Und bin jetzt wirklich bereit, das ganz sauber auszuführen. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis ein bisschen im Detail an. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So, was sehen wir jetzt hier? Also genau genommen sehen wir zwei Extreme. Wir sehen den oberen Schuss. Das ist... Moment. Das ist dieser da. Der sieht wunderbar falsch aus. Und natürlich hilft jetzt auch noch der Wind. Ganz einfache Bewandtnis. Mein Release war Mist. Deswegen sieht er so aus. Wenn wir uns jetzt mal den unteren anschauen, da sehen wir wirklich nur die drei Federn. Also der Pfeil, der an dem unteren ging, das war der zweite in dem Fall. Vielleicht hätte ich mich auch ein bisschen besser aufwärmen sollen. Sieht man wirklich nur die drei Federn und der geht wirklich richtig gerade durch. Ja nun, jetzt könnte man sich natürlich fragen, was soll der Quatsch? Nein, man macht diesen Test aus relativ geringer Nähe, um zu sehen, ob der Pfeil, den man sich gebaut hat, den wir uns ja zusammen erarbeitet haben in den letzten Videos, wirklich das macht, was er soll, aber wirklich gerade aus dem Bogen rausgeht. Ihr kennt bestimmt alle das Archer's Paradox oder das Paradoxon des Pfeils, dass dieser sich, ich zeig's mal kurz, nicht ganz in der Mitte befindet, sondern immer so ein Stück seitlich. Also von euch aus gesehen wäre quasi das der Bogen und der Pfeil schaut dann so ein bisschen seitlich raus. Ja, genau. Das muss er ausgleichen. Da muss er sich ringsherum biegen und wieder zurückbiegen. Und das macht er auch. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir zuletzt den Rohstofftest gemacht haben, wissen wir, dass wir ein richtig gutes Ergebnis erwarten können. Und wie wir heute gesehen haben, ist die Technik meistens das geringste Problem. Das Material ist das geringste Problem. Das größte Problem sind wir, der Mensch, die Technik, die wir haben. Und deswegen ging auch mein erster Schuss so ein bisschen in die Hose. Nennen wir es Vorführeffekt. Und dann... Der zweite hat aber gezeigt, dass der Pfeil wirklich absolut sauber rausgeht. Deswegen stehe ich auch so kurz davor, also so 1 bis 3 Meter, das reicht vollkommen, um zu sehen, ob der Pfeil wirklich gerade rausgeht. Da braucht er noch keine großartige Stabilisierung, da sind die Federn noch nicht so effektiv am Wirken. Natürlich fangen die sofort an, den Pfeil in Drehung zu versetzen, sobald er den Bogen verlässt. Aber auf das kurze Stück sind sie noch nicht bei dem Stabilisierungsgrad, den sie erreichen können. Wozu macht man das Ganze dann, wenn man sich sagt, okay, Rohschafttest, dann ist Schluss? Kann man machen. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Ursprünglich kommt dieser Papiertest eher so aus Amerika, von den ganzen Bogenjägern. Hat einen einfachen Grund. Wenn ich hier so eine kleine Spitze vorne dran habe, dann ist die von allen Seiten gleich. Das heißt, der Wind kann schön ringsherum strömen. Ich gebe dem Pfeil damit so gut wie...
keine Irritation mit. Eher noch Stabilisierung, wenn ich mit schweren Spitzen schieße, mit weniger schweren nicht ganz so viel. Aber nun kommt es bei der Bogenjagd, sind keine Feldspitzen dran. Die haben dort richtig dicke Klingen. Die sind teilweise so wirklich, na, so 1-2 Inch lang, dementsprechend breit. Und die geben dem Pfeil eine ganze Menge Irritation mit. Zum einen, weil sie sich durch die Luft schneiden, zum anderen, weil sie aufgrund dieser Breite natürlich auch mehr Seitenwind abkriegen. Und das muss man dann wirklich so gut wie möglich ausgleichen. Deswegen ist es für die Bogenjagd natürlich auch wichtig zu sehen, okay, geht der Pfeil gerade raus, treffe ich auch dahin, wo ich treffen will. Jo, und das ist die eigentliche Bewandtnis. Damit würde ich sagen, meine Pfeile sind fertig, ich bin damit zufrieden, ich kann damit sauber schießen, ich kann damit auch meistens treffen. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem und den vorherigen Videos. Und achso, eine kleine Ankündigung habe ich noch. Mitte, Ende Juli, da fahren wir in den Bogenurlaub, so Richtung Kollenberg, Wolfsschlucht, Eschau und werden uns dort mal die Parcours angucken. Und ich glaube, ich mache auch wieder Videos davon. Also ihr dürft gespannt sein. Bis zum nächsten Mal.